Hallo und herzlich willkommen zu meinem Strick-Podcast Habt es fein strickt. Mein Name ist Nico und ihr seht jetzt gerade die Folge 8 und ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und in der nächsten halben Stunde zuschauen möchtet bei dem, was ich euch zeige, nämlich was ich in den letzten 2 Wochen gestrickt habe, was fertig geworden ist und woran ich gearbeitet habe. Als erstes bin ich sehr, sehr froh, dass ich sehr gut sitze, denn letztes Mal ist mir ja leider der dämliche Hocker unterm Hintern weggebrochen. Das war mir sehr peinlich, aber ich habe die Aufnahme natürlich dann abgebrochen und ich hatte ja letzte Woche oder vor 2 Wochen auch leider irgendwie ein technisches Problem. Mein Handy sagte irgendwie die ganze Zeit, ja, Speicher voll und und nachdem ich dann hier lag, habe ich gedacht, komm, jetzt fängst du nochmal ganz von vorne an, habe ich dann ja auch gemacht. Und ich wollte eigentlich euch das irgendwie noch als Outtake oder so präsentieren, wie ich aus dem Bildschirm geglitten bin. Aber es ist alles weg. Also ich konnte es nicht mehr wiederfinden. Und ich bin ja, die Folge ist ja dann auch einen Tag später erst online gegangen, weil dieses Speicherproblem musste erstmal gelöst werden und das konnte ich irgendwie nicht alleine und dann musste ich auch um 3 Uhr dann weg und es hat dann alles irgendwie nicht mehr geklappt, aber ich hoffe, heute ist es besser. Heute geht das bestimmt besser. Zumindest sitze ich auf einem vernünftigen Stuhl und hoffe, dass der auch hält. Das ist irgendwie voll schräg. Naja. Dann möchte ich noch sagen, oder muss ich sagen, dass alles, was ich in die Kamera halte, muss ich mit Werbung deklarieren, weil ich Marken der Garne nenne, weil ich Designer nenne und so weiter. Könnte als Werbung verstanden werden, deswegen habe ich das jetzt hier mal kurz erwähnt. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich war mega fleißig. Ihr seht, obwohl es ist nur ein Teil fertig geworden. Aber trotzdem war ich fleißig. Also ich habe meinen Kolding-Schal fertiggestellt. Der ist gewaschen und gespannt. Und hat eine stolze Länge von 2,10 Meter bis 2,20 Meter. Aber ihr seht, ich finde es... Also so lang ist es jetzt hier unten gar nicht, was dann darunter baumelt, ne? Aber ist für mich absolut super. Ich mag das sehr und den Kolding mag ich eh. Jetzt muss ich den auch schon ablegen, erstmal, weil ich ihn euch dann ein bisschen besser zeigen kann nochmal. Und zweitens, weil mir echt warm ist. Ich bin erstmal wirklich eine halbe Stunde damit beschäftigt, den ganzen Krempel, den ich euch zeigen möchte und die ganzen Sachen und Utensilien. Das muss ich alles erstmal runterschaffen. Ich sitze hier nämlich im Keller. Und bis ich hier alles aufgebaut habe und alles zurechtgelegt habe, da kommt man ganz schön ins Schwitzen. Und deswegen brauche ich jetzt keinen Schal. Aber trotzdem finde ich den total schön. Also der ist, man fängt hier unten an. Natürlich fängt man da an. Oder das ist die Rückseite, ne? Genau, das ist die andere Seite. So, man fängt nämlich hier an. Da. Hier unten fängt man an. Arbeitet nochmal, also arbeitet in einem leichten Rippenmuster. Jetzt habe ich, sobald das Rippenmuster hier zu Ende ist, fängt man fast kurz danach an, Maschen zuzunehmen und in ein 1-rechts, 1-links Muster überzuwechseln. Ich habe dieses Teil hier, wie viel sind das? 10 cm ungefähr verlängert, weil die Wolle ist doch arg dünn und ich wollte jetzt einfach nicht, dass der irgendwann dann am Ende vielleicht doch zu kurz ist. Und das war auch ganz gut so, dass ich das gemacht habe. Ich habe ungefähr, wie gesagt, 10 cm dazu genommen. So, dann wechselt das hier in ein 1-rechts, 1-links-Teil.
mit einer Zunahme von Maschen. Man sieht, diese Zunahme von den Maschen erfolgt durch einen Umschlag. Das heißt, da sind Löcher. Dann wird dieses 1 rechts, 1 links Muster umgeswitcht in Vollpatent. Und wenn alle Maschen im Vollpatent sind, wupp, spiegelt sich das Ganze und es geht rückwärts wieder zurück bis zum Maschen, bis zur Abnahme aller Maschen, dass man wieder hier unten ist. Jetzt kam die Frage, ich hatte diesen Schal, auch kurz bevor der fertig war, hatte ich den auch nochmal auf Instagram gepostet. Und zwar habe ich dieses Bild hier eingefügt bei Instagram. Und da kam dann die Frage, wie man denn die Löcher, die auf dieser Seite sind, wie man die auch auf die andere Seite bringt. Laut Anleitung ist das nicht vorgesehen, dass da Löcher sind. Ich habe das auch nicht gemacht. Aber wenn ihr das machen wollt, da gibt es Leute, die haben sich da richtig mit auseinandergesetzt, wie man das am besten hinkriegt, dass da auch Löcher sind, damit es wirklich identisch ist auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Da schaut ihr einfach mal unter meinem Instagram-Post, den ich eben gezeigt habe. Ihr findet mich unter Habt es fein. Und da gibt es Hinweise auf entweder eine Facebook-Gruppe oder auf jemand, ich weiß es jetzt leider nicht mehr, den Namen, auf jemand, der in den Insta-Stories sich damit befasst hat und euch erklärt, wie man das doch hinkriegt. Mich hat das nie gestört, weil durch die Art des Tragens, ich trage es ja wie ein Schal und dann ist an der Stelle auch meistens der Knoten oder ist das hier am Hals, das fällt gar nicht auf. Trägt man, das ist jetzt so ein Riesending und je nachdem, welche Garnqualität man genommen hat, kann man den auch sehr gut sich umhängen als eine Art Stola. Der Typ bin ich aber nicht. Und wenn man das aber machen möchte, dann sieht man das schon. Und dann ist es ja auch ratsam, wenn es gleich ist. Und ich glaube, der Aufwand ist auch nicht riesig. Also schaut da mal rein. Und gerade sowas, das finde ich total klasse an diesen Social Media auf Instagram. Und genauso auch hier bekommt man die Tipps dazu, wie man was besser machen kann oder so. Zeige ich euch gleich noch. Und das finde ich einfach riesig, dieser Austausch. Danke dafür, dass ihr das mitmacht so. So, lieber Kolding, du darfst jetzt wieder, nicht an meinen Hals, aber hier, an meinen Garderobenständer. So, das ist das einzige Teil, was fertig geworden ist. Ansonsten habe ich aber echt reingehauen. Und zwar fange ich mal hiermit an. Das ist der Regan Cardigan. Ja. Schleicht gerade einer vor der Tür, das kann ich gar nicht haben. Ne? Naja, okay. Der Colding-Schal ist nach einer Anleitung von Chris Berlin gestrickt. Und zwar aus der Alora von Lana Grossa. Die Alora läuft 300 Meter auf 50 Gramm. Ist echt ziemlich dünn. Ich habe es mit 3,5er Nadel gestrickt, war sehr aufwendig damit. Das ist auch nicht meine Komfortnadelzone. Ich stricke ja eher ein bisschen dicker. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, weil ich die einfach super, super schön finde. Die Alora ist übrigens die kleine Schwester der Eco Puno. Und die Eco Puno habe ich für den Regan Cardigan benutzt. Der Regan Cardigan ist leider nicht fertig geworden, weil mir die Wolle ausgegangen ist. Ja, ich habe nur 5 Knäuel gekauft. Ein 6. fehlt leider. Wenn er dann fertig ist, sieht der so aus. Und das finde ich einfach total schön. Ich habe schon ganz, ganz lange mit dieser Jacke geliebäugelt. Ich finde, die trägt es auch süß, ne? Mit so einem Kleidchen. Ich habe auch so ein Kleid. Boah, deswegen finde ich das ja schon richtig süß, ne? Ja, es wird
so gearbeitet, dass man an einer, also man fängt erst mit den Ärmeln an. An einer Seite wird ein offener Maschenanschlag gearbeitet, der bei mir dann am Ende, ja, man sieht den. Da habe ich auch verschiedene Tipps bekommen, wie man es machen kann oder wer es sehr schön zeigt. Das ist zum Beispiel die Marisa von Maschenfein, die zeigt das wirklich gut. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut und ich glaube, das würde ich dann beim nächsten Mal auch nochmal so machen. Aber mich stört das jetzt nicht so wahnsinnig, weil der fällt ja auch sehr locker, wenn man den trägt. Und ich glaube, dann fällt das nicht wirklich so auf. Naja, auf jeden Fall wird erst das Rückenteil komplett gestrickt. Und zwar von hier an, hier einmal rüber. Und dann wird, man kann das echt schlecht zeigen. Und dann werden, wird das, es ist erstmal ein Teil in Reihen. Und dann wird es zur Runde geschlossen und der erste Ärmel wird gestrickt. Und dann wird hinten an diesem offenen Maschenanschlag natürlich wieder was, der wird gelöst und dann werden daraus die Maschen wieder aufgenommen, in Runden gestrickt und auch wieder der zweite Ärmel gemacht. So, dann werden aus der Unterkante werden dann Maschen wieder aufgenommen und dann wird ein sogenanntes Glockenblumenmuster gestrickt und immer geradeaus und runter. Ich habe da sehr viel Wolle für gebraucht, weil es sind 300 Maschen tatsächlich und das ist schon ganz schön viel, ne? Und dann hat sich halt herausgestellt, dass es eben nicht reicht und ich glaube, ich muss noch so 6 cm oder so muss ich noch unten dran stricken. Das Teil wird auf jeden Fall fertig bis zur nächsten Folge. Und gefällt mir ausgesprochen gut. Das wird dann hier so angezogen, wenn ich das hier mal drauf halte auf den Bügel, wird das halt so getragen. Und ich finde das echt niedlich. So. 5-mal Ecopuno ist zu wenig. Ich brauche ein 6. Das 6. Knäuel hole ich mir heute Nachmittag ab in meinem Lieblingswollshop. Und das empfehle ich euch auch, kauft im Shop, nicht online, wenn es nicht anders geht. Nur online, wenn es nicht anders geht. Ne? Denn die müssen ja auch irgendwie diese Zeit überstehen. Ach so, und dann wird ja hinterher, wenn das unten dann alles fertig ist, kommt oben noch, also kommt hier an der Seite und einmal hinten noch ein kleines Bündchen dran von 5 Reihen ungefähr. Also 6-mal Ecopuno. Die Anleitung ist erhältlich auf Ravelry und ist natürlich von Isabel Krämer. So. Dann ist es irgendwie über mich gekommen. Ich musste noch was anschlagen. Und zwar ist es der hier. Das ist der, wie heißt er? Kuka Cardigan. Der Kuka Cardigan ist eine Anleitung von Rosa P. Es ist eine Kaufanleitung. Ihr könnt die auf Ravelry bekommen. Ich habe die Anleitung aus diesem Heft. Das ist von Lana Grossa. Ich habe auch mit dem Originalgarn gestrickt. Das ist wieder die Ecopuno. Ich bin total im Ecopuno-Fieber. Also es ist wieder die Ecopuno. Und ich habe auch die Farbe genommen, die sie hier auch trägt. Und zwar ist das die Farbe, das ist so ein ganz, ganz helles Beige. Einen Moment, so sieht das Knäuel aus. Und das ist die Farbe 18. Ich habe 6 Knäuel gekauft. Ach, das war auch schön. Zu meinem Geburtstag habe ich einen Gutschein geschenkt bekommen und habe diesen Gutschein umgesetzt in dieses Garn. Und dann habe ich, als ich das Garn dann bekommen habe, ich hatte das dann in so einer
in der Kiste, also so, ne, sind noch 3 Stück übrig. Bin erst beim 3. Knäuel und dann, ich hatte insgesamt 6, habe ich die dann hier so reindrapiert und ein bisschen, habe die Kamera drauf gehalten, habe das fotografiert und dann das Foto in die Gruppe gestellt, derer, die mir diesen Gutschein geschenkt haben. Und dann habe ich halt gesagt, so, ah, danke schön dafür. Und dann kam schon der erste Kommentar, ah, oh, toll, Paketschnur. Nein! Ja, die Farbe, okay, könnte man jetzt meinen, ne? Aber, ja, toll, ne? Sehr nett. Naja, ich weiß es ja besser. Naja, Kuka-Cardigan. So, ich bin schon total weit, aber es ist auch, am Anfang habe ich mich schwer getan, völlig doof. Es wird am Anfang werden Maschen aufgenommen, ein rechts links, eins rechts, eins links Bündchen gestrickt und die Vorderkanten, da wird eine doppelte Randmasche gearbeitet und dann hier so eine Kante aus Hebemaschen. Was habe ich mich angestellt damit? Oh, ich habe das nicht hingekriegt und dachte, was ist denn das? Warum verstehe ich das denn nicht? Doppelte Randmasche und hier links heben und pff, ne, ich denke, nee, du bist doch keine Anfängerin. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen ich habe es 2-3 Mal aufgemacht wieder und wieder 100 Maschen aufgenommen und wieder rechts und links gestrickt und naja, und dann irgendwann muss man einfach nur das machen, was da steht und oh, wirklich, einfach nur das stricken, Masche für Masche, so wie das da steht. Und irgendwann ergibt sich das dann so. Ja, ihr seht, auch ich stehe manchmal wie Ochs vom Berg und denke so, das, wie geht denn das? Naja, aber ich bin auch froh, dass ich dieses... dass ich die Farbe finde ich super. Ich finde die sehr neutral, die Farbe. Man fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum ist sie denn von ihrem Rosa weg? Das ist ja schon wieder so was Farbneutrales. Ja, weil ich ganz einfach finde, dadurch wird das so ein Allrounder. Das kann man zu allem anziehen, was man so im Schrank hat, finde ich. Das ist so eine Nichtfarbe im Prinzip, die passt überall dazu. Ich habe zum Beispiel, also ich stelle mir das total schön vor auf so einen Faltenrock. Ich hab einen in Rosa, in Mintgrün, in Dunkelrot und das, ne, und das passt halt total schön dazu. Man kann es super auf Jeanshose anziehen oder auf eine weiße Hose, khakifarbene Hose. Passt irgendwie immer. So, dann kann man darunter entweder ein Top, T-Shirt, Bluse, passt auch echt, das passt überall dazu. Ne? Und es ist jetzt auch nicht allzu dick, es ist aber auch nicht zu dünn und da ist Alpaka drin, das wärmt also eigentlich auch noch ziemlich gut. Und deswegen ist es echt ein super Allrounder und ein Lieblingsteil. So, oh, Entschuldigung, war gerade ein bisschen laut, ne? Ja. Und noch dazu ist die Anleitung dazu, ist, wenn man das da mit dieser doppelten Randmasche verstanden hat, ist es auch wirklich sehr leicht verständlich und ist echt eine gute Anleitung. Und es ist auch wieder eine Basisanleitung. Man kann da so, so viel draus machen. Wirklich. Man kann, wenn man das hier hat, wenn man die... Maschenzahlen für sich gefunden hat, wenn es vernünftig sitzt, wenn es gut passt, dann kann man das echt toll variieren. Hier wurde jetzt eine Raglan-Masche in der Mitte immer gewählt. Man kann das auch erweitern. Man kann da auch 2 Raglan-Maschen machen und dann kann man die zum Beispiel verzopfen, dass man die immer ineinander dreht und dann hat man da auch wieder eine kleine Spielerei. Und man kann auch Streifen stricken daraus. Man kann auch vielleicht hier oben drauf, also in der Mitte des Ärmels, vielleicht noch ein Zopfmuster runterlaufen lassen, was dann so über den gesamten Ärmel runtergeht. Man kann vielleicht auch auf der Rückseite einen etwas breiteren Zopf oder überhaupt ein Paneel irgendwie aus einem bestimmten Muster oder so runterstricken. Es sieht klasse aus und das ist alles immer die Basisanleitung von diesem Cardigan.
mal als Tipp. So, genau so habe ich auch eine andere Anleitung von Rosa P., nämlich den Rundpassen-Cardigan. Auf den will ich aber jetzt eigentlich gar nicht eingehen, sondern eher auf das, was ich draus gemacht habe. Und zwar habe ich ihn letzte Woche schon vorgestellt, das ist er hier. So, der ist ein bisschen, den habe ich ein bisschen vergessen die letzten zwei Wochen. Ich weiß auch nicht mehr, wie weit ich gekommen bin, wie weit ich war vor zwei Wochen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr geschafft, reinzugucken. Ich habe unten abgeschlossen mit einem Bündchen aus einem I-Cord, genau wie bei der Cumulus-Bluse. Ansonsten ist dieser Pullover die Basis, die Grundanleitung von, da, von der Rundpassenjacke. Die Rundpasse hier oben ist genau nach diesem Muster gearbeitet. Irgendwann wird diese Jacke im Prinzip hier in der Mitte einfach zusammengenommen. Es wird dann einfach nicht mehr in Reihen gestrickt, sondern in Runden. Und dieser Zusammenschnitt, dieses Zusammenfassen ist kurz über der Abteilung der Ärmel. Ich habe es hier noch nicht vernäht. Ne? Ihr seht, das ist immer noch ein kleines Loch. Ich habe aber auch schon Anleitungen oder Hinweise gefunden, wie man das vermeidet, dass hier Löcher entstehen. Aber dadurch, dass ich immer einen sehr langen Faden hinterlasse zum nach dem Ansetzen des Ärmels, kann ich das auch vernähen. Das ist kein Thema. Aber man kann es auch vermeiden. Da gibt es auch gewisse Methoden, wie das so geht. Habe ich gehört. Habe ich auch schon mal gesehen. Aber ist mir jetzt gerade nicht präsent. Aber ich finde, es ist ein super schöner Pullover. Ich habe mir den natürlich auch schon mal übergeschmissen. Und es ist wirklich so einfach hier mit, wenn man wirklich eine gute Basisanleitung hat, die einfach umzuändern, umzustricken und etwas anderes draus entstehen zu lassen. Und ja, ich habe an den Ärmeln, die Ärmel habe ich so von der Maschenanzahl gelassen bis unten hin. Und unten am Bündchen habe ich auch wieder mit einem I-Cord abgeschlossen. Das ist jetzt in diesem Fall, also bei dem ersten Ärmel, ist es so, das ist mir ein bisschen zu weit geworden. Ich will das aber nicht nochmal aufmachen. Ich ziehe da, glaube ich, ein ganz dünnes Gummiband einfach durch. Und dadurch schraubt sich das hier unten auch zusammen und bekommt so einen leicht blusigen Effekt wieder. Ja, zweiter Ärmel ist zur Hälfte da. Mehr ging gestern nicht. Ich war dann auch irgendwann müde, aber das Wetter ist auch so toll, ne? Und man kann schon draußen sitzen und stricken. Wir haben gestern eine lange Radtour noch gemacht, gestern Vormittag. Es ist wahnsinnig kalt noch, heute auch, aber total schönes, sonniges Wetter. Und ja, so, den Kragen habe ich, da habe ich dann kein Bündchen, so wie hier. Ne, das ist das Bündchen, damit fängt man ja an bei der Rundpassenjacke. Das habe ich komplett weggelassen. Ich habe im Nachhinein dann hier so eine lange I-Cord-Kordel gestrickt und habe die dann einfach hier oben dran gestrickt. Einmal ringsherum und am Ende wieder genau dasselbe, eine lange Kordel, Schleife drum, fertig. Damit der ganze Pullover. Weil bei dieser Jacke ist es so, die hat keine Nackenformgebung hinten. Das heißt, die ist vorne wie hinten genau gleich von der Höhe her. Das hat mich bei der Jacke überhaupt nicht gestört, aber bei einem Pullover möchte ich das gerne. Deswegen habe ich hier hinten verkürzte Reihen gearbeitet. Es kamen jetzt auch Kommentare, oh, du erklärst das so ein, oder du sagst immer, es ist so einfach. Ist es auch? Möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Ich habe noch einen anderen Cardigan vom letzten Jahr, bei dem das fehlt und den ich aber nochmal neu stricken möchte. Und da werde ich euch das nochmal erklären in einer anderen Folge. Also Geduld. Für die, die nicht genau wissen, was ich so damit meine, mit diesem ganz einfach verkürzte Reihen rechts und links, ne? So, und dadurch kommt halt hinten der Nacken etwas höher und dann
wird es für mich einfach angenehmer zu tragen. So. Im Übrigen habe ich das auch bei dem Kuka-Cardigan gemacht. Aber nur insgesamt 4 Reihen habe ich da nur dazu gebastelt. Hier oben. So, was habe ich denn für eine Wolle genommen? Ich habe verstrickt die Ito Shio in rosa und die Kid Silk von Drops. Die beiden habe ich ja auch bei, die habe ich schon oft zusammen verstrickt. Die habe ich bei meiner Cumulus-Bluse zusammen verstrickt und die habe ich auch verstrickt bei meinem Cambito-Sweater, den ich immer noch nicht repariert habe. Ja, aber ihr seht, ich war echt fleißig an anderer Stelle. Ich hatte andere Baustellen irgendwie. Naja. Ja, diese beiden Garne habe ich verstrickt. Und für den Pullover, fragt mich nicht, wie viel. Puh. Also ich glaube, hiervon habe ich 3 Konen. Und hiervon, also 6 auf jeden Fall. Weil ich davon habe ich eigentlich immer was vorrätig und deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Wenn der fertig ist, lege ich den mal auf die Waage und dann, dann sage ich euch das. Aber ihr könnt ja, wenn ihr das genauso macht, eine Basisanleitung von einem, das muss jetzt nicht die Rundpassenjacke sein, ne? Die ihr jetzt als Basisanleitung dafür nehmt. Nehmt einfach eine Anleitung, die ihr zu Hause habt. Und wo die ihr schon mal gestrickt habt und die euch, wo das, wo die Jacke oder der Pullover euch einfach super passen, wo es richtig gut sitzt und wo die Maschenprobe ähnlich ist. Also wenigstens ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Und dann könnt ihr das nehmen als Basisanleitung. Und dann seht ihr ja schon in der Vorangabe, wie viel Lauflänge man ungefähr benötigt. Dann kamen, dann hat eine Zuschauerin auch geschrieben, dass sie Mohair gar nicht so gut verträgt dass ihr das alles sehr gut gefällt, aber Mohair nicht, es ist auch nicht jedermanns Sache. Es gibt auch viele verschiedene Mohair-Garne. Ich nehme halt immer das Kid Silk. Ihr seht, ich stricke sehr, sehr viel und würde ich jetzt immer... weiß nicht, hier die von Ito. Das ist auch, irgendwann ist es auch ein Kostenfaktor, ganz ehrlich. Und da ist halt die Drops Kid Silk schon ein Preishammer. Und ich komme damit sehr gut zurecht. Jetzt gibt es sicherlich auch Alternativen für... ich habe Heuschnupfen und mir juckt der Hals so ein bisschen. Ja, es gibt auch sicherlich Alternativen zu Mohair. Ich habe mal eine jetzt hier mitgebracht und zwar ist das die, ist auch ein Drops-Garn, das ist die Drops Brushed Alpaca Silk. Die hat eine Zusammensetzung aus 77% Alpaca und 23% Seide. So. Das Knäuelchen wiegt auch 25 Gramm und die hat 140 Meter Lauflänge. Das ist natürlich deutlich weniger. So sieht dann der Faden aus. Ist also, wenn man den einzeln verstrickt, etwas dicker als die herkömmlichen Mohair-Fäden oder Mohair-Seide-Gemischfäden. Das muss man irgendwie auch berücksichtigen. Also man kann es nicht 1:1 austauschen. Aber ich habe es auch schon wirklich oft verstrickt und es ist eigentlich ist es auch eine gute Alternative zu Mohair. Ich weiß aber auch, es gibt bei Lana Grossa demnächst in der neuen, ich glaube im Sommer kommt das raus, die haben auch eine Alternative wieder dabei. Das habe ich auf Instagram gesehen in so einem in so einer Vorausschau auf das, was kommt für diesen Sommer oder Früh- oder Spätsommer. Das ist eine tolle Farbe, ne? Das ist so ein Fliederton. Und ich weiß noch, vor
Wie lange ist denn das her? Also knapp 30 Jahre ist das her. Da war das hier Hauptfarbe in meinem Kleiderschrank. Alles, was irgendwie mit Flieder und Lila zu tun hatte, das war die beste Farbe. Und es war völlig undenkbar für mich, dass ich diese Farbe irgendwann mal ganz grottig finde. Ja, so kam es aber dann. Und dann habe ich weiß es noch, ich habe irgendwann mal gesagt so, boah, wie konnte ich nur? Und Flieder, wie schrecklich. Und jetzt habe ich es gekauft. Ja, es gibt auch einen Pullover, das weiß ich schon. In Kombination mit einem anderen Garn. Aber es wird ein Winterpullover und das wird höchstwahrscheinlich ein Sommerferienprojekt werden. Werdet ihr aber dann bei Zeiten sehen. Was habe ich denn noch gekauft? Ich habe mal gesagt, ich kaufe keine Sockenwolle mehr, weil ich echt viel Sockenwolle habe. Aber hoppala. Ich habe noch, fand ich total süß. Das ist von Lana Grossa. Das ist hier so ein Eleganza, heißt die. Das ist so ein Rot mit, so ein Himbeerrot mit Orange drin und Glitzer. Fand ich total süß. Das ist ein 50 Gramm Knäuel nur. Ich habe das eine mitgenommen. Es ist ein Auslaufgarn. Aber ich fand das total süß und dann habe ich das einfach mitgenommen. Da werden Sneakersocken draus gemacht. Und wenn es nicht reichen sollte, vorne an den Zehen vom zweiten, an der Spitze, Bandspitze von dem zweiten Socken, dann mache ich da eben eine andere Farbe dran. Ist doch egal. Ist eh im Schuh. Das ist nämlich nur ein kleines Knäuel, habe ich ja schon gesagt. Da sind nur 200 Meter drauf, aber die fand ich total süß. So. Wenn ich dann das hier alles mal abgearbeitet habe, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, mache ich hier was aus diesen beiden Kandidaten in Blau. Das sollte so ein, ja, das wird eine Jacke, blau-blau gestreift, aber eben in den unterschiedlichen Qualitäten. Und vielleicht fange ich damit schon dann an, wenn hier was fertig ist. Das ist. Wie gesagt, also ich glaube, der Regen Cardigan, der wird dann jetzt als nächstes fertig. Dann der und dann der. Kann aber morgen schon anders sein. Aber gut. Ja, und dann war es das auch schon wieder. Ich habe euch alles gezeigt. Ich glaube, ich habe auch alles erwähnt. Wenn ich was vergessen habe, dann meldet euch und dann sage ich das auch noch. Es wird immer wieder nach Nadelstärken gefragt. Den habe ich mit Nadelstärke 4 gestrickt. Den Regen Cardigan auch mit 4. Und den stricke ich, wie in der Anleitung steht, mit 4,5. Ihn hier. Oh, der ist so schön. Habe ich mit 3,5 gestrickt und habe 6 Knäuel verbraucht. Eventuell wäre ich, ich habe hier eine leichte Verlängerung da drin eingebaut. Das ist also der Rest. Vielleicht hätten 5 auch gereicht. Aber ich habe 6 gekauft. Ja, und dann bin ich froh, dass mein Stuhl gehalten hat hier. Aber schade, dass das nicht... ja, ich hätte es ja auch selber gerne gesehen auf dem Video. Aber ja, gut. Okay, so, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und einen schönen Abend. Manche gucken das ja abends erst. Und wir sehen uns in 2 Wochen. Und bis dahin, habt es fein.